Kammbad. Wieso kann ich jetzt die Fackel nicht reparieren? Das verstehe ich nicht. Flint habe ich nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Nicht bewegen ist doof. Flint drin. Ja. Kann ja meine Fackel reparieren da. Die kann ich nicht reparieren. Da fehlt mir jetzt wieder Holz. Repair. Da ist noch eine Fackel. Oh, geil. So, ach da, ja. Ich habe immer gerne zwei Fackeln. Was trage ich? Ach, die sechs. Ne, Plattformen, die wiegt doch nix. Ich verstehe es nicht. Also, Traglast sollte man echt mindestens. Weiß nicht, wie hoch das gehen kann. 600? Keine Ahnung. Also, bei den Stenarodons müssen mindestens 200 haben. Nee, ich selbst. Du selbst? Ja, Scheiße. 10.000? Ja, das ist schön. Steine, Steine sind da. Ich habe ja auch noch Eier mit. Die wiegen ja alleine. Ich meine, so ein Dodo-Ei, das wiegt 3 Kilo. Pff. Also die Gewichte sollten immer angleichen. Das ist unrealistisch. Und ein Dilo-Ei, ne? Ja. So. Ach, hier ist Kommodore. Da, der ist neu. Und hier liegen Eier. Du, wusstest du das eigentlich? Es liegen überall im Moment Eier rum. Kairuko-Eier. Was? Echt? Ja. Tun? Ja, 2 Stück. Cool. Ich hab den mal hochgelevelt hier. Der hat nämlich ganz viel Aua, weil er nichts zu essen hat. Oh. Nee, Fleisch fressen die. Ja, die stehen hier drin und hier hast du kein Dings. Der ist fast tot. Ah, die brauchen ja auch so viel, ne? Ich mach mal auf Held, aber... Jetzt hat er auch ganz viel Aua. Ja gut, daran lacht das. Ja, okay. Die haben doch... Nee, die haben... Hier fehlt ein Dings draußen. Dann müssen wir die auch rausbringen. Nein, wir brauchen doch hier draußen um die Ecke nur so einen blöden Kasten zu bauen, hier wo die Tür ist. Hinten ja, wir haben aber so viele Kästen, wir müssen die auch alle immer füllen. Ja, wir brauchen, da hinten brauchen wir ja jetzt keine mehr. Nein. Da wo jetzt die Vögel waren, den können wir ja vergessen. Ich baue trotzdem mal so ein Ding. Dann baue so ein Ding. Ja, sonst verhungern die uns, ja. Wie heißen die denn? Kasten, ne? Kasten für Fressen. Ja, Futternapf. Trog. Irgendwie. Ich bin so blind. Ich bin so blind. Das ist ein Schmitty. Da. Feeding Taff, Traff, Trow, Trow. Feeding Trow. 120 Holz, 60 Metall? Normales Metall. Wo ist normales Metall? Das habe ich eben mir erst aus den... aus dem Schmiede geholt. Da war noch was drin. Hier in dem einen war noch ganz viel drin, ne? Im einen Schrank. Ich weiß es nicht, oder was drin war. Das bräuchte halt von der Leder, ne? Ich brauchte ja nur 8 Stück und dann... Ich auch. Ich hab ja auch so ein Ding gebaut. Thatched und Wood. 100. Mäuschen, du stehst im Weg. Und Thatch brauch ich. Und dann baue ich mal so ein Dings. Gut. Ich weiß, dass du das da nicht hinpflanzen kannst. Aber dann haben wir, oder sollen wir das im Haus hin tun? Oben. Nee. Oben, oben. Aber dann vergesse ich das, ne?
Wahrscheinlich kriegst du das da, ja. Du musst hier auch ab und zu mal hin und da ja, Futter reinmachen. Was ist das? Das stimmt. So, dann brauche ich mal eben Fleisch. Ich finde, die Tiere müssen aber auch nicht unbedingt im Haus rumstehen. Immer noch nicht. Doch, die kleinen, ja. Hier, die süßen, ja. Die süßen kleinen, ja. Nicht? Ja, ja. Die hat schon wieder ein Level up. Die haben nämlich alle nichts zu essen hier. Die Wölfe nicht, alle. Ich muss mal irgendwas töten. Du könntest den Futtertrog draußen, wo... Ist zu spät. Ja. Ich habe den schon gesetzt. Der ist drin. Bestimmt vom Bett. Nein, nicht im Haus. Nee, da draußen, wo der Zaun ist, da mit der Tür. Ja, da ist auch gut. Oh, noch mehr Dodos, ne? Dodos. Da. Hey, du sollst ihn nicht so weit wegschubsen. Ich glaube, der ist ganz schön effektiv hier, der Wolf. Denke ich mal. Das ist eine Schildkröte, ob ich das schaffe. Was willst du denn schaffen? Ja, mit dem Wolf hier. Boah. 12 Hide, 3 Keratin. Ist hier vielleicht ein Krokodil? Und hier Fische, Fische ist gut. Da hinten. Oh! Ein roter Kano. Ein Alpha-Kano. Hinten bei uns an der Spitze. Oder ist das ein T-Rex? Moment. Wieso habe ich jetzt wieder mein Guck-Dings nicht an? Ein 92 leveliger Mehl Alpha. Oh, ist der rot. Alpha Kano. Oh. Den müssen wir machen, aber morgen erst. Jetzt ist nämlich. Jetzt ist Nacht. Jetzt ist es ist immer so. Ich bin schon überlegen. Ich glaube, ich möchte den mit dem Vogel machen. Also, ich möchte mit dem Wolf nicht kämpfen. Du bleibst an jeder kleinen Wurzel hängen. Das ist total kacke. Und ich werde auch nicht die T-Rexe nehmen. Warum nicht? Ich werde einen Vogel nehmen, dann kannst du immer Sturzflug machen, zubeißen und abhauen. Die kriegen dann am wenigsten Schaden. Och, überleg mal, ein 92er Kano Alpha. Ja, ein Kano ist schon, da haben wir schon lange mal dran rumgeknabbert. Ja. Ich bin doch nur hier ein bisschen Fleisch holen. Das ist gut, wir brauchen viel Fleisch, ist nichts mit den Trögen. Soll ich die Spuckblume scharf machen? Falls er ankommt? Nee, ne. So, hier ist ein Dingenskirchen. Ich bin so blöd. Komm hier, Schnuffi. Das war ja nicht viel Fleisch. 38. Dann kommen hier mal 10 rein. So. Da ist ein Futtertrog. Den habe ich ja gerade erst gebaut. Da kommen die 8 rein. So. Boah, ja, der steht da gut. Ich hätte sagen wollen, auf der anderen Seite, wo der Garten ist, aber ich glaube, da konnte man nichts mehr hinbauen. Wegen schräg und so. Ja. Und eben im Boden. So, gucken hier. Soll ich hier Dörte und Frauke auch hinten hinbringen zu den anderen? Ja, bitte. Nee. Nee, eigentlich stand die da gut. Was? Ich hab nichts gemacht. Jetzt weiß ich auch, warum die Leitung weg ist. Na?
Weil auch die zwei Kühlschränke und zwei... Ach du Scheiße. Nee, ne? Kühlschränke und zwei... Da sind die Kisten weg. Zwei Kisten weg. Zwei Kisten sind weg, zwei Kühlschränke sind weg und zwei Kackertröge sind weg. Weil die hier gekämpft haben. Ja. Aber wer hat hier gekämpft? Frauke, was? Dörte. Ja, hier war doch keiner, der kämpft. Ich meine, da war eine Hirschkuh, die macht keinen Schaden, die kämpft doch gar nicht, denke ich mal. Und das andere war ein Dino, der haut ja sowas auch nicht weg. Du weißt aber nicht, was die weggehauen haben. Ja, unsere, ja. Also hier, Kudibert war es nicht, den habe ich eben selber dahingestellt, weil er sich im Wasser festgepackt hatte. Ja. Also der ist unschuldig, der kam von der anderen Seite. Oh, da hinten ist ein... Oh, wir müssen zum Tag warten. Ja, schade um die Kühlschränke, da war nämlich noch schön Fleisch drin. Ja, getrocknetes vor allen Dingen. Oh, richtig. Lag. Und Öl, da müssen wir nochmal Kühlschränke bauen. Scheiße. Ja, die standen aber auch wirklich kacke da. Ja. Muss man ja mal sagen, da haben die nichts zu suchen gehabt. Die standen da ja noch, weil wir da angefangen haben. Ja, ich weiß. Ja. Aber die darf man dann eigentlich nicht benutzen. Aber im Haus möchte ich den Stinkedings auch nicht haben. Das können wir noch oben machen. Welchen Stinkedings? Nichts, wo man, also, ja, oben ist immer blöd. Da geht sowieso keiner mehr hoch. Finde ich immer. Ich kann den nicht anvisieren hier. Ich möchte gerne Schoner mitnehmen. So, ich komme mal rüber. So. Ich würde ja am liebsten, aber das geht wahrscheinlich nicht. Ja schon an. Ja, jetzt kannst du da nicht vorbei, ne? Ach, dann bleib doch da. Ich möchte drauf reiten. Kann es denn so schwer sein? Komm her, Blackie. Komm. Hä? Was, hey? Hier unten, da saßen die Morphodon. Auf einmal macht er wutsch und ist nach oben durch die Decke geflogen. Ich denke, was ist denn jetzt los? Ach, dann leck mich doch. Leck mich. Dann kriegst du jetzt den blöden Sattel drauf. So. Oh, ich will ja weg. Warte mal. Die sind so doof. Nein, die sind nicht doof. Die machen genau das, was du ihnen gesagt hast, was sie machen sollen. Ja, ich kann aber auch nicht hin und nicht zurück. Oh, jetzt kannst du. Oh nein, jetzt zuppel ich hier wieder rum. Also ich glaube, das war jetzt nicht der letzte Stall, den ich gebaut habe. Ich kann hier nicht mehr. Hilfe! Was machst du denn da oben? Ich balanciere auf der Schnauze von dem Schaf. Ach, da bist du. Wer ist Blacky? Kannst du den mal wegnehmen hier? Oh, danke. Da oben ist Blacky. Wer ist das? Das ist ein Dimorphodon. Pfeif mal. So, jetzt hat sich hingesetzt. Genau richtig. Gut. Hier sind drei Dilos. Weiß ich noch nicht. Noch mehr Dilos. Ich möchte gerne noch so ein kleines Dilo-Ding bauen hier. Ja, ein Dilo-Gehege brauchen wir noch. Das ist richtig. Einfach so ein Gehege, so Zäune, wo die drin rumlaufen können. Wo die nicht raus können. Oh, es wird Tag. Kanutag. Kanuzeit. Ich habe nichts mehr zu essen, sehe ich gerade. Mein letztes Schnitzel.
Ich hole mir mal was zu essen. Hier sind überall Eier, Dodo-Eier. Wir haben so viele davon und die haben schon wieder alles vollgelegt. Die Legebatterie hier. Ja, aber Fleisch haben wir ja auch so viel. Stimmt. So. Ich habe 2 Kairoku-Eier. Die kommen hier rein. Ich habe wieder Steine, Metall mit. Ich habe noch so viel Krams hier, was ich drüben wieder hinbringen muss. Immer dieses Aufräumen, ich mag es nicht. Das ist so. Ja. So wie das muss ja sein. Ja, so wie in echt. Das muss man im Spiel nicht auch noch haben. Ja, ist doch wahr. Passt nicht. Da waren, glaube ich, auch noch Steine drin. Metall. Teil war meine ich hier drin. Dann habe ich noch. Ah, ich habe ja diese. Jetzt komme ich gleich. Ich komme gleich. Ich wollte oben an der Kante eben mal diese Stacheldinge hinbauen. Na? Ja, ja. Weil hier fällt auch gerne mal was runter. Weil die ja so töffelig sind. Ist hier irgendwas Böses? Nö. Da muss ich die mal auf eine Taste legen. Auf die 5. Sieht zwar nicht dann so schön aus. Aber was soll's. Hauptsache es schützt. Genau. Ist das gut so? Ja, ne? Ich habe noch 2. Dann kommt einer hier hin. Einer noch da hinten hin. So. Da muss man noch hier mehr hinbauen. Ja, das war aber knapp hier. Komm mal her. Du Raptor. Mag er gar nicht, diese Stacheln. Oder nee, doch? Ne? Ich weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob er dadurch Schaden kriegt. Sollte er eigentlich. Er kann da aber nicht vorbei. Also er springt hier nicht runter. Nö, nee, das mag er nicht. Das ist du. Aber ich sammle ihn trotzdem auf. Ja, komm her. So. Ein 92er Raptor. Sollen wir den ziehen? Ja. Aber ich weiß nicht, wohin damit. Der ist ganz lieb im Augenblick. Den bringe ich mal da hinten auf die andere Seite. Bei den Bruten unten. Oder? Ich weiß nicht.